Abo bitte, sonst kommt Ditte. Och gut, finde ich, dass hier einfach keinerlei Signalhorn genutzt wurde. Ja, ich weiß, vermutlich stummer Alarm oder wie das heißt, also Fahndung, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Aber dann im Gegenverkehr durch den Kreisel, naja. Da bin ich tot und du nicht. So, Mann, Vogel, hast du das gesehen? Ja. Der hat da mindestens 200 drauf gehabt, Alter. Oh Mann, es startet noch so idyllisch mit einem Radfahrer, der bei Rot hält. So traurig. Wieso denn? Wieso? Ist da nicht sogar Blaulicht im Hintergrund? Sie darf hier schlichtweg nicht nach rechts rüber, also bleibt nur bis zum Ende der konstanten Linie abzuwarten. Boah, bevor wir zur Sache kommen, mal eben dem Motor lauschen, Freunde. Also, wenn du die Gesamtsumme der Geduld aller Berliner Autofahrer zusammenrechnest, wa? Dit mal 10 nimmst und durch die Risikobereitschaft schlechter Autofahrer teilst, kommt der Vordermann dabei raus. Dein Auto weiter. Ungeduld in Person. Alter, was, wie fährt denn der? Naja, schlecht. Die Dame konnte sofort wieder aufstehen. Auf Christians Tipp hin wurde sie in den Strandkorb da am Rand gesetzt. Alle haben mega gut reagiert. Christian blockiert die Spur mit seinem Fahrrad. Die Frau am Straßenrand signalisiert Stopp. Mehrere eilen zur Hilfe. So und nicht anders, Freunde. Man weiß jetzt nicht, ob der vor uns die Radfahrer durchwinkt, aber so ein plötzlicher Halt im Kreisel ist immer risikobehaftet. Ich glaub mal, die Dame hat ein trauriges Kind damit wieder glücklich gemacht. Ja, pack dein Handy aus deiner Scheißhand. Also, er meint es natürlich deutlich freundlicher. Nämlich, pack dein Scheiß-Handy aus deiner schönen Hand. Mann, der rollt hier halb oder völlig blind über einem Parkplatz, wo allerlei Menschen langlaufen. Kinder, Gehbehinderte, wer soll denn ausweichen, so querbeet wie der fährt, Mann? Da entscheidet sich aber einer knapp um, weil drei Schilder ja noch nicht reichen, wa? Was ist denn da?
keine Ahnung, was da gemacht wird, aber Warnblinker, eine Leuchte, ein Warndreieck oder irgendwas wäre super, Jungs. Also für alle Beteiligten. Warndreieck bedeutet nicht Unfalldreieck. Es muss also nichts passiert sein. Man warnt mit nur einem simplen Mittel den Verkehr, weil da ein Hindernis steht. Wohlbemerkt unbeleuchtet. Das Dreieck selbst leuchtet zwar nicht, reflektiert aber die Scheinwerfer ankommender Fahrzeuge und rettet verdammt nochmal Leben. Das Kind in der Kita abgesetzt, zum Glück, und dann das. Wir hatten das nächste Mal mit Blinken. Also hier wird nur zwei Optionen. Ja, anstellen wie alle anderen oder die eingebauten BMW-Sonderrechte nutzen und durch den Gegenverkehr um die Kurve. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Übrigens einer meiner Lieblingssongs, Ohrwurm, Incoming. Hier, er hier, um den geht's. Schickt sich der Paul wieder, jawoll, reingedrückt, so lehnen machen wir das, über den Standstreifen. Nimm die Ausfahrt rechts auf die A61 Richtung Speyer. Auf- und Abfahren für Fortgeschrittene, beziehungsweise fährt er ja einen BMW, also in diesem Fall für BMW-Geschrittene. Jawoll, das kriegen wir auch noch hin. So fahren wir auf einer Autobahn auf. So lernen wir das in der Fahrschule. Genau, ich werde nie die Worte meines Fahrlehrers vergessen. Leon, beim Auffahren auf die Bahn immer unbedingt so früh wie möglich, ja im Idealfall quer über eine Sperrfläche und dann Jans wichtig, nicht außer Acht lassen, sofort nach Jans links rüber, sonst haben nämlich andere noch Zeit zu reagieren, das darf ja nicht sein, wisse. Original, so hat er mir das beigebracht. Safe, 100% wahre Geschichte, damit kann der Sarkasmus-Schalter wieder auf off. Wisst ihr, so durchgezogene Linien haben schon ihren Sinn, die verhindern nämlich, dass Idioten an gefährlichen Stellen überholen, also, naja, sollen verhindern. Damit habe ich es aber nicht gerechnet, dass jemand da rauszieht. Ja, also in Berlin zum Beispiel rechnet man damit zwar alle Nase lang, aber eines schönen Tages ist es egal, ob man das hätte erahnen können, denn dann sieht man es vielleicht nicht oder ist leider doch etwas zu schnell und zack, gut eine Dashcam zu besitzen. Zack, Vorhang, uff! Und Namen runterregnen lassen, die diese Folge möglich gemacht haben, dadurch, dass sie mir Videos eingesendet haben und wir uns die gemeinsam angeschaut haben. Verdammt nochmal. Und vielen lieben Dank an die Namen, die hier links auftauchen. Das sind nämlich Menschen, die mir sogar noch finanziell unter die Arme greifen. Also auch manche Leute haben das gemacht, die jetzt nicht da stehen, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind Leute, die konstant, brandaktuell immer noch für finanzielle Unterstützung sorgen. Ja, gut. Haben wir das auch erledigt.